die jetzt aufgrund der Informationen auf der Bühne zu uns geschaltet sind. Willkommen zur Übersetzung von Intellexit. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben letztes Jahr alle gesagt, es müsste kreativere Möglichkeiten geben, auf diese Sachen, über die wir hier reden, aufmerksam zu machen. Und das Peng Collective hat darüber nachgedacht und hat etwas sehr Kreatives sich einfallen lassen und hat viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und weil sie alle Geheimdienstmitarbeiter aufgefordert haben, ihren Beruf aufzugeben und wertvollere Dienste für unsere Gemeinschaft zu übernehmen. Und deswegen freut es mich jetzt sehr, Gloria Spindel euch vorzustellen, die früher bei Google Nest gearbeitet hat. Daran könntet ihr euch vielleicht noch erinnern. Und sie wird euch jetzt Intellexit vorstellen. Hier ist dein Applaus. Ja, hallo. And hello to all the live streaming people out there. Ja, hallo, hallo auch an alle, die den Livestream anschauen. Ich habe gehört, es gibt viele, vielleicht mehr als hier im Raum. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand sich genauso auf die Snowden-Dokumente konzentriert hat, wo es darum geht, dass kulturelle Sachen wo es um die Kultur innerhalb der Geheimdienste geht. Also es geht hier um diesen Kolumnisten, der SIGINT-Philosoph. Und er ist relativ kreativ und der macht viele interessante Stücke über ethische Probleme. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die enden. Die meisten enden mit, ihr sollt einfach nur euren Kopf ruhig halten und nichts sagen. Dann das ist die beste Möglichkeit, euer Land zu schützen. Und darum geht es bei der Intellexit-Initiative. Wir haben erkannt, dass Leute, die bei Geheimdiensten arbeiten, und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch die hier sitzen, jetzt bei den Geheimdiensten arbeiten. Ich weiß ziemlich sicher, dass es einige unglückliche, vielleicht ethisch verwirrte Leute gibt, die in Geheimdiensten arbeiten. Vielleicht seid ihr nur jemand, der einen Vertrag hat mit einem Geheimdienst, aber vielleicht fühlt ihr euch trotzdem, als ob ihr euch da die Hände schmutzig gemacht haben. Und dabei geht's um Intellexit. Also dafür könnt ihr ruhig klatschen. Na kommt schon. Ja, danke, danke. Habt keine Angst davor zu applaudieren. Also das sind die Leute, wo es drum geht bei Intellexit. Und wir wollten diese Leute kontaktieren, denn es gab noch keine Kampagne, die erkannt haben, dass es Menschen gibt, tausende Leute, die jeden Tag zu ihren Überwachungsjobs gehen und Drohnen fliegen und sogar die Leute, die nur E-Mails beantworten oder Formulare ausfüllen, Fotokopierer benutzen oder wenn sie die überhaupt haben, wer weiß, was die für Geräte haben. Und die haben natürlich trotzdem ethische Probleme, dass sie in diesen Systemen arbeiten und fühlen sich auch verantwortlich für Massenüberwachung, Drohnenkriege und den langsamen oder vielleicht auch sogar den schnellen Verfall der Demokratie, wie wir sie kennen. Also, hier ist Intellexit. Also, was Intellexit macht, ist, es ist eine Initiative, eine zivile Initiative, die darauf aufbaut, dass wir einen Weg finden müssen, die Leute unterstützen, die bei Geheimdiensten aufhören wollen. Und wir wollen das normal machen, dass Leute da aufhören. Denn es ist eine Idee mit guter Rechtfertigung zu sagen, einfach seinen ethischen Grundsätzen zu folgen und damit der Gesellschaft zu dienen. Also das ist meine Werbung für Intellexit. Und einige von euch wissen es vielleicht, ich bin von Peng, das wurde vorher auch schon gesagt. Und wir sind für unsere Späße und Media-Hacks und auch kulturellen Sachen bekannt.
Und Intel Exit war für uns sehr interessant, denn ich werde es im Verlauf dieses Vortrags noch erklären. Denn ihr wisst, es hat ein bisschen was mit Performance und Spaß zu tun, aber es ist auch ziemlich ernst gleichzeitig. Also um euch nur mal Peng vorzustellen. Das war an der Republika. Da haben wir einen Google Manager nachgemacht und ganz schrecklich datensammelnde Produkte, also eine persönliche Drohne, eine App, die euer emotionales Gefühl, die dann auch mit anderen Leuten euch zusammenbringen, die auch umarmt werden müssen. Und das Erschreckende ist, dass die meisten von diesen dystopischen Visionen schon tatsächlich mittlerweile existieren in der wirklichen Welt. Also Menschen benutzen tatsächlich Drohnen, die den Kindern den Weg auf die Schule begleiten. Also das gibt es tatsächlich. Und hier machen wir die führende, also die CDU nach. Hier gibt's, sind wir im Fernsehen und machen ein Ei auf über so einem Moderator von so einer wunderlichen Fernsehstation. Und hier wurde für sexistische Trolle auf Twitter Hilfe angeboten. Und wir hatten eine Bot-Armee, wir hatten eine Sprachanalyse, die dann eine Armee von 160 Bots, die dann Trolls auf Twitter trollen, dass sie hier in dieses Selbsthilfeprogramm kommen sollen. Und die bekamen dann jeden Tag inspirative Videos, um sie dann zu heilen. Also wie ihr jetzt schon sehen könnt, wir machen eine ganze Menge Taktiken und wir nennen das Kampagne, manche Leute nennen das Kunst, manche nennen es Theater, manche nennen es sogar Kunst und andere nennen es Unterhaltung, aber wir halten es für eine Kampagne und was wir versuchen ist, wir wollen die Geschichte so erzählen, wie wir sie wollen. Also wir wollen Dinge anschauen, die einen anderen Spin brauchen in den Medien. Und wir versuchen, die in einen anderen Rahmen zu geben. Und das hat eine Menge Potenzial. Okay, dann haben wir uns das Überwachungsthema angeguckt durch die Geheimdienste. Ja, also ganz schnell passiert ist, dass man jetzt nicht wirklich weiß, wie man darüber reden soll. Also es gibt ja Klischees, wie zum Beispiel das Auge, das Allüberwachende oder Edward Snowdens Gesicht. Ja, es gibt so Bilder in unserem Kopf, die irgendwie gar nichts mehr bedeuten. Und man weiß jetzt gar nicht mehr wirklich, worum es geht. Also diese Geheimdienste sind für uns ja überhaupt nicht zugänglich. Das ist ein Beispielfoto. The regulations for taking photographs. Ja, darum geht es um die Regulation, um die Regelung, wie man Fotos macht in Fort Meade. Also du kannst nicht wirklich Bilder machen von den Gebäuden dort und das ist ja eigentlich auch eine Metapher dafür, wie die Geheimdienste sich gegenüber unserer Kultur verhalten, unserer Gesellschaft. Ja, es gibt ungefähr ein Bild von der NSA, was irgendwie im Internet kursiert und immer weiter geschickt wird. Also wir haben keinen Zugang zu diesen Leuten, wir haben keinen Zugang zu diesen zu den Strukturen. Es gibt Leaks, ja, die gibt's. Aber wie kann man das weiter öffnen und zugänglicher machen? Das ist die Frage, haben wir uns gestellt. Also es gibt ja das Problem, dass alles so geheim ist. Und es ist auch, wenn man irgendwie eine Weihnachtskarte verschickt bei der NSA, ist es ein Top Secret. Ja, und die Öffentlichkeit kann es einfach nicht verstehen. Es ist einfach so kompliziert, diese ganzen Akronyme und dieses schlechte Design. Es ist einfach alles so kompliziert. Und natürlich ist da auch Angst im Spiel. Und Angst verkrüppelt tatsächlich Menschen. Also deswegen wollen Leute sich einfach nicht irgendwie mit diesem Thema befassen oder da Leuten auf den Schlips treten, weil es hat Konsequenzen natürlich. Ja, Angst ist natürlich irgendwie auch, wie die ganze Geschichte, also die prägt diesen ganzen Diskurs. Ja, wir reden irgendwie über diese unkalkulierbare geheime Macht der Geheimdienste und niemand weiß wirklich, ob er jetzt observiert wird oder nicht. Ja, und es ist eine Geschichte oder eine Narrative, die jetzt verändert werden muss. Also wir wollen nämlich Hoffnung bringen und ja, dieses Bild verändern. Ja, und wir wollen wirklich über Menschen reden jetzt in dem Fall, weil darum geht es ja auch.
Es geht nicht um so dunkle, obskure Systeme, sondern es geht um Leute. Und wir wollen mit den Leuten reden, die auch jetzt diese Strukturen aufrechterhalten. Und das haben wir uns überlegt. Now, thousands of people work in the shadows of the intelligence community. They don't ask questions. They follow orders. Keep their heads down, do their work. But what happens when you see something you can't forget? When you realize that the system you are part of is chipping away at democracy. Every hour, every day, you feel stuck, overwhelmed. Some people have already made the decision to leave. Others are thinking about it every day. IntelExit helps people break free from the intelligence community and build a new life. You expose yourself within the system, you're ultimately going to end up being forced out of the system. I remember confronting my immediate supervisor, the number three person, about what are we doing? We're in violation of the Constitution. Also viele Angestellte bei Geheimdiensten sind irgendwie desillusioniert. Warum nehmen wir jetzt Equipment, was dafür da ist, und instrumentalisieren es? Oh. Also wenn ihr Teil der, Teil der Leute seid, dann wollt ihr, die wollen alle Daten haben. Die NSA ist ein Nexus von Überwachung. Also es geht darum, alles zu machen, was man machen kann. Das war Teil von einem Spiel. Und was auch immer nationaler Sicherheit dient, alles das wird gemacht. Und da werden moralische Werte einfach, da gibt es dann diese sogenannte kognitive Dissonanz. Und damals gab es... Um zu erkennen, wofür ich bei der Staatssicherheit verantwortlich bin. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um zu verstehen, wofür ich bei der Staatssicherheit verantwortlich war. Where do you then go? Where does your life... Also, wo gehen wir hin? Was wollen wir denn eigentlich machen mit unserem Leben? Und was IntelExit macht, ist, Einzelnen helfen, überzugehen von der Welt innen zu der Welt außen. Umso mehr man von innen nach außen gehen kann, umso besser kann man sich mit der wahren Welt integrieren. Und was wirklich großartig ist an IntelExit, ist, dass Leute ihre Angst konfrontieren können. Also wenn ihr raus wollt, dann versucht es mit IntelExit. Seid smart, geht raus aus der Geheimdienstszene. I was really impressed with Bruce Schneier there. Also ich war wirklich beeindruckt von Bruce Schneier. Bruce Schneier ist einfach, wer hat gewusst, dass er so ein großartiger Schauspieler ist? Also jemand muss ihn jetzt zu einer Schauspielschule bringen, das ist wirklich großartig. Also wir haben dieses Video gemacht und wir wussten natürlich, dass die Leute, mit denen wir reden, die Geheimdienstmitarbeiter, das sind einige der introvertiertesten Leute der Welt und die vielleicht auch am meisten mit in ihrer Filterbubble eingesperrt sind. Das heißt, wir mussten da also weitergehen. Und dahin gehen, wo sie tatsächlich sind. Also wir haben groß gekämpft und haben so getan, also wir haben einfach vergessen, dass wir nicht wirklich ein Budget hatten und haben einfach einen Lastwagen gemietet, weil das macht man eben. Und wir haben diesen Lastwagen gemietet und sind bei Fort Meade vorbeigefahren an den NSA-Gebäuden und haben versucht, so nah wie möglich ranzukommen, wie wir konnten. Also das ist jetzt direkt vor Lockheed Martin, also vor dem National Business Parkway, wo die meisten NSA-Vertragsfirmen organisiert sind. Das sind also die besten Freunde der Geheimdienste und die haben jetzt auch Drohnen gemacht und haben Technologie, seitdem es sie gibt, Technologie an die NSA und die CIA geliefert. Und hier wollen wir ihnen tatsächlich einen moralischen Schlag verpassen mit diesem Slogan Hoped to serve your people, also gehofft, dass du deinem Volk dienen kannst und hast dann jetzt musst sie jetzt überwachen. Und da haben wir quasi während der Mittagspause davor geparkt. Und dann
Man kann natürlich über die Geheimdienste nicht über die, man kann nicht einfach nur über ein Land reden. Wir mussten also auch zu einem anderen Land gehen. Also hier sind wir in Großbritannien vor dem Donut. Das ist wir. Also um ganz ehrlich zu sein, wir versuchen Flyer auszugeben. Das war unser Plan, einfach den Mitarbeitern Flyern zu geben, aber die sind einfach an uns vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob man ihnen da vorher Bescheid gesagt hat oder ob sie uns einfach ignoriert haben. Und vielleicht haben wir dem hier auch nicht gut gesagt, was er anziehen soll, um für Intel Exit zu werben. Und dann haben wir, also auf dem Poster steht, listen to your heart, not to, to private phone calls. Also hör auf dein Herz, nicht auf private Telefongespräche. Das ist außerhalb von dem Dagger-Komplex in Deutschland, ein nicht so bekannter Platz, wo die NSA ein Büro hat. Da gibt es eine Geschichte im Spiegel, ist auch sehr geheim, schwer dahin zu kommen. Und da sind wir von der anderen Seite zu sehen und da hinten ist die Antenne vom Dagger-Komplex. Und dann sind wir auch nach Wiesbaden gegangen, wo das die traditionelle Heimat des US-Militärs in Deutschland ist. Hier gibt es eine Kaserne. Und angeblich bald eines der größten Basen der NSA in Europa, aber ist auch sehr geheim. Niemand weiß, was da passiert. Dann waren wir auch bei der US-Botschaft in Berlin. Also sie übersetzt jetzt die Nachricht hier, Schluss mit Paranoia, wir helfen Ihnen beim Geheimdienst auszusteigen. Und dann sind wir zum deutschen Geheimdienst gegangen, das ist das neue Bürogebäude des Bundesnachrichtendienstes. Und wir sind auch zu dem alten Bürogebäude des BND gegangen, nur um sicher zu gehen. Also wir haben in einer Woche eine ganze Menge gemacht. Wir sind auch zum Verfassungsschutz gegangen, das ist der Inlandsgeheimdienst und der sitzt in Köln. Und nur um Sie zu erinnern, also wie ihr natürlich wisst, der Verfassungsschutz steht eigentlich dafür, die Verfassung zu schützen vom Namen her. Und um Sie daran zu erinnern, haben wir die Verfassung an die Wand hier geklebt. Und dann, und hier sieht man ein Bild, wie sie es wieder abgerissen haben. Und das war ein Traum, den wir lange hatten und da haben wir es endlich mal gemacht. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt einen größeren Schritt. Laut unseren Quellen wurde Intel Exit geblockt, also die Webseite von Intel Exit im Netzwerk von der Institution. Ja, ich würde gerne einfach nur ein paar Gedanken mit euch teilen, weil es war echt eine interessante Kampagne für uns. Also das Wichtigste und auch sehr basal ist, ja, es ist möglich, über dieses Problem zu reden, über die Überwachung, ohne dass man Angst haben muss. Ja, also man kann praktisch die Geschichte verändern und von außen darauf schauen und muss nicht mehr so defensiv agieren. Also die zweite Sache ist, also die faken auch nur, genauso wie wir. Das war die Antwort von der GCHQ über Intel Exit, was wirklich aufregend ist, weil sie ermutigen eigentlich ihre eigenen Angestellten, sich auszusprechen
Aber das ist nicht die Wahrheit. Also. So, I think this was the biggest surprise for us. Also das war die größte Überraschung für uns alle. Ja, wir denken immer über Utopien und Dystopien nach, die wir irgendwie in die Welt projizieren. Und manchmal hast du ja eine Vision und dann projizierst du die nach draußen. Und dann wird sie Wahrheit. Und das ist genau das, was diesmal passiert ist. Also ja, wir haben schon irgendwie am Anfang gesagt, das ist eigentlich fake, das ist gestellt. Und dann wurde es doch ernst. Und ja, eigentlich sollten da finanzielle Ressourcen da sein und irgendwie Möglichkeiten für die Leute auszusteigen, legale. Also was können wir denn tun als so ein kleines Kollektiv, ja, das irgendwie in Berlin sitzt? Wir können auf uns aufmerksam machen, aber wir haben wirklich limitierte Mittel. Also wir haben wirklich Antworten bekommen und Leute, die auf uns zugekommen sind. Und das war eine Überraschung. Weil das bedeutet, jetzt haben wir irgendwie Verantwortung auch für das, was wir gemacht haben. Also das haben wir auch festgestellt. Ja, da ist nicht wirklich eine klare Linie zwischen Realität und Fiktion. Also natürlich kriegst du Leute, die auf dich zukommen, die denken, dass sie jetzt von der NSA verfolgt werden oder Geheimdiensten verfolgt werden oder Alien. Und ja, dann gibt es natürlich Leute, die irgendwie auch wirklich eine wahre Story haben. Und man muss wirklich lernen, das zu trennen, eins vom anderen. Und zum Glück hatten wir da aber auch Unterstützung von Journalisten und ja, Whistleblower-Plattformen, und die uns da helfen konnten. Also ja, Mai, das ist Teil des Spiels, ne? Ja, also das ist auch was wir gelernt haben. Also das ist wirklich Leute, die wir uns brauchen, oder so Initiativen, wie die unsere gebrauchen. Ja, und dass man eben auch einen Diskurs erschafft über das Thema. Und dass der Diskurs auch schon existiert. Und ja, dass es auch wichtig ist, dass man die Leute erreicht, die da wirklich gefangen sind in dieser Situation. Ja, und deswegen haben wir hart dafür gearbeitet und auch so ein Netzwerk zu bauen. Mit Leuten, die eben juristischen Hintergrund haben oder auch psychologischen und die eben Leuten helfen können, die wirklich aussteigen wollen aus so einem Geheimdienst. Und momentan versuchen wir sie einfach so zu delegieren zu den Stellen, wo ihnen geholfen werden kann, weil wir sind keine Whistleblower-Plattform oder wir sind jetzt keine Spezialisten unbedingt. Wir sind auch keine legale Organisation, aber wir haben eben das Netzwerk und wir können es versuchen und genau dementsprechend handeln. Also, was kommt als nächstes? Die Infrastruktur. Wir versuchen, unsere Infrastruktur aufzubauen, sodass die Leute eben uns sicher kontaktieren können. Wir bilden eben so ein Support-Netzwerk auf. Wir bauen das aus. Und genau, ja, wir wollen natürlich auch Arbeitgeber finden, die den Leuten, die aussteigen wollen, aus dem Geheimdienst dann Arbeit geben. Und wir möchten natürlich auch noch mehr Kampagnen zu dem Thema laufen lassen. Und anstoßen. So, das ist ein Safe in einem Safe. Also das ist irgendwie unsere Infrastruktur, unsere Sicherheitsinfrastruktur bei uns im Büro. Und das verdanken wir den Experten, die auch mit uns zusammenarbeiten, damit man den Leuten Sicherheit geben kann. Genau, es geht einfach ja um das Risikomanagement eben durch die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und dann gibt es natürlich noch Pläne, weiter Öffentlichkeit zu erzeugen. Also wir wollen mit Leuten reden, die im Geheimdienst arbeiten, und wir wollen für jemanden, der einfach hier nur im Publikum sitzt oder hier auf der Bühne steht, einfach nur bei der NSA anzurufen oder beim BND oder bei GCHQ und bei jemandem durchgestellt werden, der in seinem Büro sitzt. Das wäre also wie so ein Callcenter. Also, hi, wie geht's euch? Können wir gerade mal mit dir über deinen Job reden? Wie fühlst du dich denn, wenn du beim Geheimdienst arbeitest? Und wir würden gerne so ein anonymes System aufbauen, wo die Leute anonym anrufen können, komplett anonym, bei einer Menge von Nummern, wo wir nicht sagen können, wo wir die herhaben, dass die da anrufen können. Also natürlich brauchen wir da jetzt Unterstützung und Hilfe. Also das sind die ganzen Sachen, mit denen ihr uns helfen könnt.
Also wenn ihr irgendwelche Fähigkeiten habt, alle möglichen Fähigkeiten, wir brauchen Fähigkeiten, um das Callcenter aufzubauen, damit die Leute tatsächlich anonym anrufen können und wir irgendwas bekommen, das also sehr interessant ist und sehr spannend, dass man es auch bei Events zum Beispiel hinstellen kann. Dann hat man Callcenter live on stage, einfach um das mal vorzuführen. Und wir brauchen natürlich auch Leute, die das für uns übersetzen. Also wir würden da also gerne eine ganze Menge Sprachen. Aktuell haben wir nur Deutsch und Englisch. Und wir wären gerne in der Lage, auch mehr international darauf hinzuwirken. Und wenn ihr irgendwelche Connections habt, wenn ihr irgendwelche Verbindungen habt, wenn ihr Leute kennt, die Rechtsanwälte sind, die möglicherweise Erfahrung haben mit Leuten, die also entweder jetzt traumatisiert sind oder die vielleicht sogar im Geheimdienst waren zum Beispiel. Also psychologische Skills, juristische Skills, Journalisten, alle möglichen Verbindungen in verschiedenen Jurisdiktionen. Also wir sind jetzt natürlich hauptsächlich in Berlin aktiv, aber wir brauchen vor allem in Großbritannien und auch in den Vereinigten Staaten brauchen wir Hilfe. Und wenn ihr Ideen habt für neue Aktionen, dann würden wir das auch gerne hören. Und wir haben diese Callcenter-ID natürlich, Calling Up the Spies, aber wir brauchen auch neue Ideen. Und wenn ihr Leute kennt, die da vielleicht arbeiten, dann redet doch einfach mit denen. Also fangt einfach mal ein Gespräch an über Ethik. And now is the big ja, und jetzt kommt die große Frage. Also auf Got Money to Burn, habt ihr Geld, das ihr verbrennen wollt? Also wenn ihr die Arbeit von Peng mögt, also wir schämen uns nicht mehr, nach Geld zu fragen. Wir haben uns da lange geschämt, aber also wir leben nur von Idealismus, aber wir brauchen Hilfe, um unsere Aktionen am Leben zu halten. Wir haben also dieses Jahr 6 Aktionen gemacht oder so, wirklich große Kampagnen, und wir brauchen Hilfe, um unsere Infrastruktur am Leben zu halten und unsere Mitarbeiter zu unterstützen, Projekte zu unterstützen natürlich hauptsächlich, damit wir weiterhin das machen können, was wir machen. Also wir haben hier eine Möglichkeit für euch eine entwickelt, damit ihr monatlich spenden könnt. Das empfehle ich euch sehr, da entstehen großartige Gefühle von Positivität und Liebe, wenn ihr das macht. Und Mutter Teresa hat gesagt, wenn ihr 100 Pinguine nicht füttern könnt, dann füttert einen. Also wenn es auch nur der kleine Finger ist, helft uns, meldet euch für ein Jahr an, damit wir weiterhin großartige Aktionen durchführen können. Das bin ich. Es gibt auch noch ein Ding. Also es gibt noch eine großartige Möglichkeit zu spenden, und zwar könnt ihr eins von den großartigen T-Shirts kaufen. Paul wird uns hier das gerade als Model vorführen. Und es gibt auch ein Run for Your Life T-Shirt. Das ist das Doofe, und die hier sind cool. Thank you. Ja, danke, danke. So, are we meeting afterwards? Ja, treffen wir uns dann nachher? Ja, okay. Also, wir haben für Fragen jetzt keine Zeit, aber wir wollen wirklich Feedback bekommen. Ich glaube, im IAC ist das schon passiert, aber wenn Leute vorbeikommen wollen, dann wir wollen uns treffen, und zwar einfach vor der Halle. Also vor dieser großen Halle, einfach direkt vor dieser großen Halle. Kann mir jemand einen Ort geben? Ich bin gerade erst hier angekommen heute. Okay, also es macht Sinn, beim Teezelt, vor dem Teezelt, da gibt es direkt vor Halle 2, da kann man sich mit anderen Leuten treffen, die auch in dieser Richtung arbeiten. Und ich habe noch eine Frage, weil du hast gesagt, wir können euch auf dem Internet unterstützen. Gibt es auch eine Möglichkeit, anonym zu spenden? Also ihr könnt mit Bitcoin spenden oder ihr gebt uns einfach Bargeld jetzt. Große Haufen Bargeld. Ja, also niemand sagt Nein zu Bargeld. Thank you, Gloria. Thank you, Paul. Ja, danke Gloria, danke Paul. Hier vorne gibt es eine Tasche, da könnt ihr Bargeld detonieren. Hier könnt ihr sehr anonym Bargeld in die Tasche platzieren. Okay, bring your
Also versteckt euch irgendwie euer Gesicht, wenn ihr wirklich anonym sein wollt. Danke, Gloria. Alle, die vorbeikommen wollen, kommt zu dem Teezelt. Und ihr habt die Übersetzung des Vortrags Internet.